Oh Gott. Katalogisiert alle Artefakte, die ihr findet. All das hier stammt aus der Mine? Ja. Nach den letzten Meldungen wurden die Arbeiten eingestellt, als der Ort entdeckt wurde. In den Wirren unmittelbar danach muss es zum Aufstand gekommen sein. Das Zeug ist uralt. Die Schrift ist nicht russisch. Eine Ahnung, woher sie stammt? Eine Mischung aus Griechisch und Mongolisch, glaube ich. Oh nein, ich wollte eigentlich... Vorsicht, nur die Scharniere. Nicht so einfach. Da, das Ding ist zugeschweißt. Das wird ein Weilchen dauern. Ich will reinschauen, bevor Konstantin hier ist. Schon klar, aber davon schmilzt das Metall auch nicht schneller. Okay, dann erklär du, warum er noch nicht auf ist. So. Wann wird Konstantin hier sein? Er ist unterwegs zu den oberen Minenschächten. Die Messwerte aus dem Inneren sind vielversprechend. Aber er schickt seine Leibwache zu unserem Schutz. Shit. Hält er die Gefangenen immer noch für eine Bedrohung? Du hast nicht gesehen, was sie im Gulag gemacht hat. Sie ist eine Bedrohung. Was? Die Gefangenen... Er spricht hier wahrscheinlich von der jungen Dame, Aaron hieß sie, glaube ich. Der wir ja, bevor wir jetzt... Wenn es das ist, Gott, war ein verdammt schwerer Weg bis hierher. Das heißt, dass es sich lohnen wird. Haben Sie eine Ahnung, was das Zeug in einer Mine mitten in Sibirien zu suchen hat? Nein, habt ihr nicht. So, auf geht's, Leute! Drei auf einen Streich, ja. Ich würde mal sagen, diese Aktion ist gelungen. Ja, wir hätten jetzt noch weiter zuhören können. Wahrscheinlich ist das einfach nur Dialog, so Fülldialog. Vielleicht hätten wir auch noch ein bisschen was erfahren, das weiß ich nicht. Ja, ich habe erst versehentlich eine Mine gebastelt. Ich wollte euch einfach den Dialog halt nicht wegnehmen. Und dann, ja, habe ich natürlich... Ich hatte die Hoffnung, dass es direkt brennt. Also, ja, dieses Symbol hier, eigentlich hätte man es nicht machen sollen. Im schlimmsten Fall hat man natürlich das ganze Ding abgefackelt und gleichzeitig auch uns, was natürlich reichlich schlecht gewesen wäre. Zum Glück ist es gut gegangen, Leute. Zum Glück ist es wirklich gut gegangen. So, und da hinten ist der Safe quasi. Ist der Safe. Ja, den haben sie natürlich nicht aufbekommen. Eventuell hätte man noch abwarten sollen, bis der Safe auf ist. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wenn da jetzt irgendwas drin ist, ja, dann haben wir Pech gehabt, Leute. Dann bin ich ganz ehrlich. Dann haben wir Pech gehabt. Dann weiß ich auch nicht, wie wir das Ding noch aufkriegen sollen. Ob es da überhaupt noch eine Möglichkeit... Möglichkeit gibt. Och, die Musik. Die Musik, so apropos Musik, hier haben wir tatsächlich alles, bis auf, ja, das ist die Herausforderung hier, keine Ahnung, was da los ist, aber hier, ihr seht, hier die Höhle, da kommen wir ja noch nicht rein, aber sehr geil, sehr geil, dann haben wir zumindest mal den Rest schon, wir schauen uns trotzdem mal ein bisschen um, ob wir nicht hier irgendwo noch ein paar Ressourcen herbekommen, Ressourcen in Form von Munition oder sowas, das ist nur die Dose, die brauchen wir im Moment nicht, ein Tisch. Ein Generator und, ja, Säcke wahrscheinlich. Säcke, die wir auch nicht brauchen. Vermutlich hätten wir auch uns da oben irgendwie lang schleichen können. So. Können aber auch mal hier nochmal gucken. Zack. Nachladen und... So. Und dann können wir nämlich eventuell doch hier noch ein bisschen... Dürfen nicht. Alles klar. Ist voll. Und hier haben wir auch nicht. Alles klar. Ja, wahrscheinlich hat es keine Rolle gespielt, aber ist egal. Besser man hat, als man hätte. Zack, das ja mal mit. Und... Schau mal einer an. Ich weiß nicht, ob man das so sagen soll, dass wir so eine Barrikade wegjagen sollen. Gerade, wenn es so heißt, Vorsicht, Feuer. Explosionsgefahr. So, liebe Lara, willst du jetzt mal bitte da hochsteigen? Bitte, bitte, bitte. So, ich wollte nämlich eigentlich mal schauen. Kommen wir da oben ran? Kommen wir da oben ran? Ich würde jetzt mal vermuten, ja. Wo haben wir... Ja, drücke zum Aufheben. Nein, das ist nur... Okay, hier stehen zwei Flaschen. Eine können wir ruhig für da vorne verwenden. Na klar. Alles klar, wenn wir einen Beweis dafür gebraucht haben, dass es da nicht hochgeht, dann haben wir den jetzt. Dann würde ich nämlich mal behaupten, wir gehen definitiv da hinten durch. Schade, aber es ist so. Es sei denn... Nee, da ist auch nichts. Alles klar.
Nichts es sei denn, wir gehen da hinten definitiv durch. Oh Gott, Leute. Na dann, jetzt heißt es Blow-Up-Time. Was? Sie kommt durch, Stellung halten. Alles klar, alles klar, alles klar. Ah, es lässt sich mit Feuer. Ja, Sprengstoff. Alles klar. Ja, natürlich ist er tot. So, ja. Natürlich, natürlich. Ich weiß nicht, ob da irgendwas passiert, wenn wir da oben drauf zielen. Ah, wahrscheinlich aber ein bisschen zu spät. So, zack. So, zack, den haben wir auch weggesäbelt. Und das war's auch mal schon. Alles klar. So, alles geladen. Sehr, sehr schön. Ja, Lara, nicht abpacken. Nicht abpacken. Oh, okay. Nein, ja. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Weg damit. Ich weiß, es sieht jetzt eigentlich ein bisschen seltsam aus, weil wir hier teilweise ein Stückchen laufen. Aber wenn es nicht anders geht, dann geht es halt nicht anders. So, sicherheitshalber. Nein. Hätte mich auch gewundert, wenn hier irgendwas gewesen wäre. So, der hat noch ein bisschen was. Das nehmen wir mit. Eine Sprungfeder und auch der Pfeil und ein wenig. Eine Mutter für uns. Eine Mutter. Eine Mutter. So. So, der ist auch erledigt. Ja, fertig. Könnten aber mal damit ein bisschen arbeiten. Und natürlich fackelt hier alles ab. Alles können wir die Tür aufmachen. Können wir natürlich nicht auf, aber es wird auf uns geschossen. Es wird auf uns geschossen. Rück du mal vor, mein Freund. Ich hab sie. So. So, in die Richtung. So. Den hätten wir. Was drücken zum Aufheben? Alles klar, da haben wir noch ein bisschen was. Womit wir zumindest mal ein bisschen rumballern können, ja, aber. Mal schon. Lass mal da. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Wenn wir jetzt hier. Achso. Natürlich, wir hätten auch diesen machen können. Ich glaube, das wäre einfacher gewesen. Das wäre wesentlich einfacher gewesen. So. Wir mal dein Zeug noch und dann schauen wir uns mal kurz hier um. Hier ist, ja, Lara, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, das kann man auch noch machen. Ja, so, wie war das? Du solltest noch ein bisschen mehr mit der Umgebung agieren. Ja, das hat natürlich prächtig funktioniert bei mir, wie ihr gesehen habt. Spielt aber auch keine Rolle, Leute, ganz ehrlich. Spielt keine Rolle. Hauptsache, es funktioniert. Jeder kann auf seinen eigenen Weg gehen, was das angeht. Also ich will jetzt keinen speziell angreifen. Um Himmels Willen, um Himmels Willen, um Himmels Willen. So. So, 4 von 7.
Da hat es auch schon mal sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob wir später nochmal hier hochkommen dürfen. Wahrscheinlich schon, keine Ahnung. Aber dadurch, dass das Ding ja fackelt, ich habe ein bisschen Bammel, dass es eben nicht mehr geht. Irgendwann. Also. Oh, sag mal. Das seht ihr mal. Ein Ziel, was sich nicht bewegt und trotzdem, ja, treffe ich nicht. Das nenne ich mal einen göttlichen Skill. Oh Mann, was erzähle ich da nur? Gut, da lang oder... Ja, ich würde mal sagen, da hinten geht es wahrscheinlich lang. Deswegen schauen wir mal hier lang. Da geht's gar nicht erst so. Ne, da geht's gar nicht erst so. Alles klar. Es sah nur danach aus, aber tatsächlich kommen wir nur hier lang. So, das kann man auch nicht mitnehmen. Oh, ach Gott. Hallo? Was? Unterstützungsfeuer! Es ist vorbei, hier und jetzt! Sag mal. Oh Gott. Ich habe Sichtbestätigung. Tötet sie. Sofort. Ja, Sir. Ausschwärmen. Wir haben sie umstellt. So. Waren sie das? Ja. Waren sogar alle drei. Alles klärchen. Wo ist der dritte denn? Das weiß ich nicht. Der zweite kam gerade runter. Vielleicht habe ich auch gar nicht mitbekommen, dass der dritte schon mit unten war und entsprechend tot ist. So. Dann können wir aber zumindest mal die Waffen alle mal durchladen. Nochmal auf der Schnelle. So. Wir nehmen aber den Bogen wieder raus. Jetzt vibriert hier gerade bei mir der Boden. Okay, alles klar. Also nicht hier im Spiel, sondern bei mir. Wir schauen trotzdem nochmal hier hin, da, bevor wir... Achso, da müssen wir eh wahrscheinlich dann hoch. Was heißt dann? Es gibt ja nur den einen Weg hier, würde ich mal behaupten. Höher, immer höher, ja. Höher, immer weiter, immer höher und ganz, ganz hoch hinaus. Oder wie war das? Ich habe keine Ahnung, Leute, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich war es irgendein Schlager, den ich mal irgendwo gehört habe. Unfreiwilligerweise. Ich bin nicht so der Schlager-Fan. Aber, wobei, auch so manche anderen Schlager höre ich mir dann trotzdem an. So, da hat es festgemacht und auf der Karte sehen wir, da unten, hier unten zumindest, da ist noch irgendwas. Ein Münzgrab, ein Münzversteck. Münzgrab, der war gut, ein Münzgrab. Während wir, ja, Feuer hören, wahrscheinlich von Jacob. Oh, sorry Leute, jetzt habe ich gerade gedrückt. Wird zur Gewohnheit, dass wir uns gegenseitig retten. Danke. Zum Glück sind sie okay. Ist das der Weg hindurch? Ja. Da drin werden noch mehr sein. Sie müssen das nicht tun. So leicht werden sie mich nicht los. Ich brauche noch Antworten. Dann verlieren wir keine Zeit. Ja, so ist das. Lara braucht Antworten, wir genauso. Verlassene Minen. Und ja, dann wären wir direkt mal hier ins Dunkel geschmissen. Der Pfad führt uns den ganzen Weg durch den Berg. Ja. Mein Volk hat diese Wege benutzt, bis die Sowjets kamen und anfingen zu graben. Was haben sie hier unten gefunden? Genug, um sie neugierig zu machen. Sie haben mit Dynamit und Maschinen immer tiefer gegraben und viel Schaden angerichtet. Viele der alten Wege sind eingestürzt. Ja. Aber jetzt ist es sicher. Ja, kommen Sie, wir müssen weiter. Nein, wir müssen noch nicht weiter, denn ich wollte mal eben ganz kurz hinten rausschauen. Mich wundert es gerade ein bisschen, dass wir direkt hier drin sind. Also, vielleicht kommen wir hier hinten raus, das weiß ich nicht. Ja. Wir können nochmal laufen, aber wir kommen wahrscheinlich nirgends an, oder? Nein, wir kommen natürlich. Ja, wie soll es anders sein? Wir kommen nirgends an als Klärchen. Das heißt, extra gut umschauen hier drinnen.
Aber warum führt der Weg so weit zurück, wenn es doch hinten nichts gibt? Eventuell wird später der Weg auf mysteriöse Weise wieder offen sein. Oder aber ich übersehe gerade irgendwas, was jetzt uns ein bisschen was an, ja, Geheimnissen, Dokumenten oder was weiß ich nicht alles zukommen lassen würde. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. So. Liebe Jacob. Oder Jacob. Wir müssen weiter. Ja, jetzt gebe ich dir recht. Verlassene Minen. Auf geht's. Zumindest war es das. Das klingt gar nicht gut. Trinity muss die alte Minenausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte, nein. Nicht mehr. Das macht es kompliziert. Okay. Also auf durch die Mine. Es gibt keinen anderen Durchgang. Wenn die so weitermachen, stürzt hier alles ein. Der Meinung bin ich allerdings auch. Haben viele der alten Wege zerstört. Diese Maschinen sind nicht für Feinarbeit ausgelegt. Wir müssen an ihnen vorbeischleichen. Ja. Aber wir müssen uns beeilen. Wenn der Tunnel einstürzt, sind wir hier gefangen. Hey, hier drüben haben wir schwere Schäden. Ich glaube nicht, dass der Tunnel stabil ist. Ja, nein, ist klar, was? Ja, was denn hier? Ich frage mich gerade, was hier los ist. Da vorne läuft. Was? Ich habe keine Ahnung, wer da vorne gerade läuft. Wahrscheinlich einer von den Sowjets und wir. Ja. Oh mein Gott. Oh Gott. Das wird eng hier, Natürlich. Oh. Puh. Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich? Das ist nicht gut. Nein, das ist gar nicht gut. Also, oh Mann, so eine Laufpassage schon wieder. Was heißt schon wieder? So oft kommt die ja gar nicht vor. Aber ich finde, boah, das war gerade ein bisschen Nervenkitzel. Mal ein Zack, Bob, von der Seite, erste Mal. War mal. Es muss doch einen Weg darauf geben. Moment, ich glaube, ich kann... Okay, ich kann die Konsole mit Strom versorgen. Wir können nicht den gleichen Weg zurücknehmen. Wir müssen den Lift reparieren. Ich weiß, lasst mich kurz mal was versuchen. Verdammt, der Aufzug steckt fest. Die Schiene sieht durchgerostet aus. Okay, schaut euch um. Sucht etwas, um ihn loszukriegen. Schon dabei. Okay. Alles klärchen. 1, 2, 3. Mehr dürften es nicht sein. Da hinten ist noch ein kleines Lagerfeuer, glaube ich. Entweder. Ah, es könnte auch. So ein. Ja, Leuchtfeuer sein, so kleines. So, mein Freund, wenn du hierher kommst, dann können wir dich hoffentlich erledigen, bevor du uns richtig. Ganz ruhig. In dem Moment. Sorry, Leute. Natürlich. Ich bin ein wenig nervös an der Maus. Ein klitzeklein wenig nervös. So, jetzt aber. Ich hätte doch dann zuerst den da unten erledigen sollen. Mann, geht's drauf. Da ist sie! Alles klar. Ich hab sie! Hier und jetzt! So, wir
Der ist auch erledigt. Alles klar. Moment. So, zack. Vollgeladen. Vollgeladen. Ja. Dann würde ich mal sagen, hinten blinkt. Da ist irgendwas. Irgendwas ist hier. Die Frage ist immer was. Ein Münzversteck. Ein Münzversteck, natürlich. Eifriger. Ne, ach, gar kein Münzversteck. Was weiß ich denn da? Da ist noch ein bisschen Fell und das war's. Gut, aber besser als gar nichts. Was heißt, das war's? Ich bin ja dankbar dafür, ne? Dann müssen wir nicht noch mehr liebe Tierchen umbringen, wenn wir sowas hier schon mal bekommen. Ein bisschen Munition haben wir dann auch noch. Hier haben wir den netten Herren. Ja, das ist schon. Den wir nicht mal plündern mehr, nicht mehr plündern können, weil wir wahrscheinlich alles haben, was wir brauchen. Würde ich zumindest mal so interpretieren. Ich wollte diesen ich hier muss machen. Die Schalltafel versuchen. Okay. Das sind Pilze. Dort könnten. Das können wir eventuell runterholen. Indem wir es eventuell abschneiden. Die Frage ist wie. Also da brauchen wir doch vielleicht ein Kampfmesser. Fragezeichen. Kriegt man das jetzt hier? Das wäre natürlich geil, weil da könnte man nämlich die andere Mission auch noch erledigen. So, hier. Dieses Ding habe ich gemeint. Ja. Oh Mist. Und jetzt? Ja, liebe Lara, und jetzt heißt es klettern. Als ob dir das bisher irgendwas ausgemacht hätte. Ja, finde ich immer so lustig, wenn sie sowas sagt. Ja, und jetzt? Und jetzt würde ich behaupten, oh Gott. Ich würde jetzt erstmal behaupten, wir sollten uns eventuell ein bisschen beeilen. Eventuell, ja, da hoch, aber nein. Bewegen. Manche Objekte können bewegt werden. Okay. Welche denn? Das Ding da zum Beispiel. Ja. Würde ich mal behaupten. Drücken zum Interagieren, alles klar. Das ist schön, dass man jetzt vor allen Dingen das angezeigt bekommt, wenn man es braucht. So. Ja. Lara, nein. Ich, ja. Ja, danke. Einmal loslassen. Heißt das Zauberwort. Gut. Die Frage ist ja, wie kriegt man das Ding jetzt hier los von dem Messer? Könnte nützlich sein. Sehr schön. Ein Kampfmesser, damit kriegt man das Zeug natürlich auch runter. So, ja, zum Zerschneiden F, alles klar. Damit dürfen wir dann sogar auch schon diese eine Mission mit den Fahnen machen, also erledigen können. In der Theorie zumindest, aber ich will mal noch ein Stück weitermachen, bevor wir die Mission angehen, denn ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob wir später nicht noch irgendwas für Sprengstoff bekommen. Da habe ich keine Ahnung. So. Zack, hier lang. Schalltafel ist ja wohl nicht wirklich. So. Achso. Alles klar, da kommen wir zumindest mal da unten ran an diesen Fahrstuhl. Wahrscheinlich dann. Ja, müssen wir wahrscheinlich da oben hin, Leute. Mann. Also manchmal denke ich echt, ich spiele zu viele Horrorspiele, ja. Sowas wie Resident Evil oder sowas, wo du dann auf einmal um die Ecke im Wasser so ein Plätschern hörst von Füßen, die da rumtreppen. Ja, von kleinen Monstern. So, wir kommen. Ah, komm mal. Wir kommen tatsächlich da hoch. So, da lang. So, dort geht's weiter. Und dann hier um die Ecke, natürlich. Oh, das ist Lara. Sehr schön. Sehr schön. Wie hätte es auch anders sein können, als dass wir tatsächlich dann so hier hochlaufen? Ich bitte um die frühestmögliche Bestätigung dieser Berichte. Seit der Entdeckung der Ruinen haben wir keine Anweisungen bekommen. Die Untersuchung der Artefakte und Schriftrollen von der Fundstelle gehen weiter. So unwahrscheinlich es ist, scheinen wir die Ruinen der legendären Stadt Kitesh entdeckt zu haben. Außerdem gibt es zahlreiche Hinweise auf eine Art Erlösergestalt. Wenn ich die Texte richtig interpretiere, war es ein Prophet, der im 10. Jahrhundert aus Byzanz floh.
Die Inschriften besagen, dass er ein mächtiges Artefakt mit sich führte. Einstweilen habe ich den normalen Minenbetrieb ausgesetzt. Ich will die Wahrheit über diesen mysteriösen Propheten herausfinden. Mhm. Also, hier hören wir schon wieder etwas über den mysteriösen Propheten, beziehungsweise nicht direkt über ihn, sondern über die Sowjets. Man hat ja also ein bisschen was gefunden, Texte, die Sowjets natürlich interpretieren mussten, das ist mal ganz klar. Aber Texte, in denen es halt auch um den Propheten ging. Und über den Propheten haben wir schon einiges gehört, auch von Jacob, wenn ich mich recht entsinne. Ja, letzten Endes haben wir jetzt quasi den wahren Grund, warum man hier aufgehört hat, diese Mine weiter auszubeuten, sondern man wollte einfach, man wollte sprich mehr darüber, über diesen Propheten herausfinden, über diese Erlösergestalt. Erlösergestalt natürlich in Anführungsstrichen. So, edle Bemühungen. Hier oben geht's raus. Schätzungsweise weiß ich nicht, vielleicht geht's auch noch tiefer rein. Bei unserem Glück kann das natürlich sehr, sehr gut passieren. Ich habe keine Ahnung. Zumindest mal haben wir hier Licht. Es ist ein einfaches Licht. Und wir haben einen Tempeleingang vor der Hand gezeichnet. Könnte das ein Tempeleingang sein? Ich sehe gerade gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe mal, dass ihr ein bisschen mehr seht als ich. So, hier ist nichts, glaube ich. Könnte das ein Teil der verlorenen Stadt sein? Absolut atemberaubend, Leute. Da gehst du in so eine Mine rein, und wirst erst einmal quasi davon bedroht, gejagt, vom Tod gejagt, der meint, ja, komm, wenn du nicht schnell genug bist, dann bist du platt. Du kämpfst dann gegen Leute von Trinity und, findest dann so eine Art Stadteingang vielleicht nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Tempel ist auch nicht wirklich das richtige Wort. Leute, ihr seht es ja selber. So, wir nehmen aber erstmal die Münzen hier. Die Byzantinischen, die brauchen wir ja auch noch. Wahrscheinlich habe ich da schon wieder einige übersehen. Ich hätte gern mehr mitgenommen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, jetzt kommen wir tatsächlich zu dem interessantesten Bad von allen. Ja, aufheben. Danke. Wir haben jetzt schweres Gerät in die Haupthölle gebracht und planen, uns Zugang zu einer Art Tempel zu verschaffen. Auch wenn wir dazu die uralten Türen einreißen müssen. Während hunderte Artefakte geborgen und katalogisiert wurden, sind zwei Wachtrupps in den Minen verschollen. Ich habe die einheimischen Gefangenen persönlich verhört. Sie beteuern, nichts über den Verbleib der Wachen zu wissen. Obwohl wir sie hart bestraft haben, fürchte ich, dass wir kurz vor einem Aufstand stehen. Mhm. Ja gut, okay. Religionen und beziehungsweise es ist so alte Ruinen. Hier wurde auch nochmal gesagt, so eine Art Tempel. Ich sehe das ganz genauso. Das ist eine Art Tempel und wenn du dann natürlich Leute hast, Sklaven zum Beispiel, ne? Die dann arbeiten. Die müssen ja auch an irgendwas glauben, damit sie überhaupt weitermachen. Ansonsten könnten sie sich auch erschießen lassen. Sehen wir es doch mal einfach so, wie es ist. Deswegen gibt es ja mitunter auch ich weiß gar nicht, wie diese Lieder heißen. Die früher zumindest mal auf den Feldern gesungen wurden. Ja, sorry Leute, ich weiß, meine Musiklehrerin, wenn die das hört, die würde wahrscheinlich, die Hände über Kopf jetzt gerade in dem Moment zusammenschlagen. Ich habe das mal gelernt, ich habe es vergessen, sorry. So, aber ihr wisst, was ich meine. So, die ganzen Feldarbeiter, die schwarzen Sklaven zum Beispiel, auf dem Feld früher, drüben, Amerika. Dort war das kam und gäbe. Die haben dann gesungen, ne, damit es den Code ging. Die haben für ein besseres Leben gesungen quasi. An Gott, die haben an Gott geglaubt und ich glaube, so wird es hier auch gewesen sein. Ja, und kurz vor dem Aufstand, wir haben es gehört, die Leute waren kurz vor dem Aufstand, dementsprechend. Den könnt ihr euch den Rest ausmalen. So, wir haben dort. Ja. Zack. Das war knapp. Das war knapp, sagt sie. Rechtzeitig abgesprungen. Okay. Interessante Fähigkeit, die wir uns da tatsächlich freigeschaltet haben. Aber ich bin ganz ehrlich, ich mag die Fähigkeit nicht. Das nimmt so ein bisschen den Thrill raus, wenn du dann wirklich auf so eine Falte triffst. Schade. Neues Basislager entdeckt. Sehr, 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 sehr schön. Und neben dem Basislager. Rumst es überall, also es wackelt. Haben wir hier auch noch was zu übersetzen? Das Wandbild zeigt den Propheten, wie er in Konstantinopel predigt. Okay. Der Prophet, ja, kann jetzt Griechisch der Stufe 5 übersetzen. Sehr, sehr schön. Ja, der Prophet, wie er in Konstantinopel predigt. Alles klar, sehr schön. Wir setzen uns ab erstmal ins Lagerfeuer.
Lara, hast du noch ein paar Gedanken für uns? Ich hoffe nur, Jacob lebt noch. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Das wird zusehends zu meiner Lebensgeschichte. Ich kämpfe ums Überleben, aber trotzdem habe ich Hoffnung. Hier sind überall unglaubliche Ruinen. Das muss ein Teil der verlorenen Stadt des Propheten sein. Aber was ist noch wahr? Die göttliche Quelle. Könnte sie wirklich hier sein? Ja, was ist noch wahr? Wir sehen ja immer wieder Dinge, die letzten Endes unglaublich sind. Einfach unglaublich. Dementsprechend, die Frage ist, denke ich mal, hier berechtigt. Gerade, wenn das wirklich jetzt Gitesh hier ist. Ja, wir sind im Propheten auf der Spur. Gitesh, Jacob, Trinity. Ich meine, da wo es um Leben und Tod geht, hier zumindest, wenn Religion eine Rolle spielt, dann muss irgendwas Unglaubliches zumindest mal dahinter stehen. Und wenn es nur ein unglaublicher Irrglaube ist, das ist ja wurscht in dem Moment. So, ich meine, mich erinnert zu haben, wir haben hier irgendwas, irgendeine Fähigkeit, die ich haben wollte. Hier. Nerven aus Stahl. Das Ziel mit vollständig gespanntem Bogen bleibt erheblich länger stabil. Das hätte ich gerne, danke. Könnte mir jetzt tatsächlich im weiteren Spielverlauf sehr gut von Nutzen sein. Ihr habt ja gesehen, ich nutze den Bogen sehr, sehr gern. So, hier, Inventar. Da kann man wahrscheinlich noch nichts herstellen. Da fehlt uns immer noch das Bärelein. Ein Bär haben wir leider nicht. Schade. Ah, und schau, dreht sie sich tatsächlich? So, hier, zack. Rucksack-Dev. Ja, den kann man ausbauen quasi irgendwann. So, Schrottpatronen. Ja, genau, dort. Schrottpatronen kurz. Der wäre dann quasi, ja, in Hüfthöhe, sag ich mal. Das Ding haben wir schon. Gewehrmunitionsbeutel. Seht ihr ja unten am Gürtel dran. Der Jägerköcher hinten auf dem Rücken. Seht ihr, kalt. Das fällt mir gerade mal jetzt erst so richtig auf, dass man tatsächlich das alles sehen kann. Seil, ja. Hat sie natürlich jetzt in Hand genommen. Und Dietrich hat sie jetzt auch in Hand genommen. Hätte ich gerne mal am Körper gesehen direkt. Gut, aber das, was ich gerne noch herstellen würde oder möchte, das können wir hier leider nicht herstellen. Also im Moment zumindest mal noch nicht. Hm, was unbekanntes Zubehör. Also wir haben hier noch nicht alles. Ja, es gibt noch einiges zu entdecken, Leute. Macht euch da mal keine Gedanken. Wir werden uns noch so viel wie möglich holen. Okay, dann würde ich mal sagen, geht es da hinten weiter.